Ich bin Matthias Scheil und ich bin der Medienbeauftragte vom Fontane-Gymnasium. Ich kann sagen, dass Medienbildung und der Einsatz von Medien hier an der Schule keine Randnotiz mehr sind, sondern regelmäßig in den Unterricht eingebunden werden. Unser Ziel ist es, dass die siebten Klassen oder ab der siebten Klasse die Schüler den Umgang mit einem eigenen Laptop erlernen und auch mit den gängigsten Programmen wie Word, Excel oder PowerPoint. Die Medienkompetenz wird aufgebaut einmal im Informatikunterricht, der von der siebten bis zur neunten Klasse belegt werden muss. Ab der zehnten Klasse kann er belegt werden und auch in der Oberstufe fortgeführt werden, sodass man auch eine Abiturprüfung in Informatik schreiben könnte. Wir sind hier in diesem Klassenraum in der Lage, alle Experimente, die vom Rahmenlehrplan vorgesehen sind oder vorgeschrieben sind, durchzuführen. Wir sind hier ausgestattet mit Wasserversorgung, mit Gasversorgung. Wir haben die Möglichkeit, auch Experimente durchzuführen, die unter Abzug ablaufen müssen. Wir versuchen, Haushaltsmittel als Chemikalien zu benutzen, denn das macht auch das Ganze für die Schüler etwas greifbarer. Ich finde das Verhältnis zu den Schülern an der Schule eigentlich ganz besonders. Das war auch ein Grund, warum ich unbedingt an der Schule bleiben wollte. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich eigentlich aus der Großstadt komme und es hier alles in kleineren Rahmen läuft und damit auch auf einer viel persönlicheren Ebene. Ich finde, bei der Schule stehe ich besonders heraus, dass die Schüler mitwirken können, also dass die Schüler wirklich eine Stimme haben. Die Schüler helfen sich untereinander und arbeiten auch untereinander total gut miteinander, sodass man halt irgendwie, wenn man was Falsches sagt, beispielsweise wird man nicht ausgelacht oder so. Also es ist echt angenehm, sag ich mal. Und mit den Lehrern zu arbeiten macht auch immer viel Spaß. Musik ist immer total interessant. Wir arbeiten mit den verschiedensten Instrumenten. Wir spielen Schlagzeug, Gitarre. Und jetzt in der Corona-Zeit gehen wir auch raus und singen manchmal, zumindest soweit es erlaubt ist, damit wir auch weiter nicht immer nur Theoretisches machen, sondern es ist immer sehr praxisbezogen. Und ja, das große Highlight ist natürlich das Musical jedes Jahr. Es erfüllt mich und ich glaube auch alle anderen Lehrkräfte jedes Mal mit Stolz, die Schülerinnen und Schüler auf der Bühne zu sehen, in einer ganz anderen Rolle zu sehen. Das ist ein Riesenerlebnis, auch für uns, und darauf sind wir ganz besonders stolz. Die Lehrer gehen halt nicht davon aus, dass sie alles perfekt machen. Heißt, wenn wir Schüler irgendeine gute Idee haben zum Unterricht oder so, dann nehmen sie sich diese Ideen auch an und dann machen wir auch zum Beispiel mal Gruppenvorträge oder Ähnliches. Also die Lehrer bestimmen nicht alles und wir Schüler können auch gut mitreden, was den Unterricht angeht. Neuex fand ich schon immer mega cool. Ich bin immer super gerne mitgefahren, weil einfach die Stimmung dort immer richtig toll ist und wir alle immer mega viel Spaß haben. Das Neuex an sich finde ich sehr gut, weil die Schüler sich gegenseitig unterstützen und motivieren, und ich finde, das lässt die Schülergemeinschaft noch näher zusammenwirken. Man lernt von den älteren Schülern auch besser ein bisschen was über die Schule, über die Lehrer kennen und auch so Erfahrungen von denen, die dann einen erzählen. Das sind immer so diese kleinen Dinge, die die Schule hier so besonders machen. Das eine, was ich ganz toll finde und was für die Schüler eben wichtig ist, damit sie eine gute Lernatmosphäre vorfinden und sich ja einfach in der Schule wohlfühlen, ist zum Beispiel, dass wir haben ein offenes Schulhaus und die Schüler können hier von 7 bis 17 Uhr sich hier aufhalten. Ich selber lege sehr großen Wert darauf, mit den einzelnen Gremien zusammenzuarbeiten, um immer zu wissen, wie geht es den Schülern, was möchten die Schüler, was können wir hier an der Schule noch besser machen. Und das wird eben über die Schülervertretung und über den SV-Stab sehr stark kommuniziert.
wie die Schüler sich hier ihren Alltag gestalten und wie sie über sich hinauswachsen. Das ist immer das total Schöne. Ne? Wenn man dann in der 12. Klasse sieht, wow, was ist aus den Schülern geworden? Super.